So. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hier ist das heutige Trainingskartenspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, das müssen wir komplettieren, um eine Runde zu bekommen. Eine sichere Runde, eher gesagt. Nun, ja, wir wissen es ja mit Bomben und diese Art von Kräne. Wir müssen gucken, dass wir erstmal die ganzen Marken lockern und danach gucken, dass wir irgendwo hier die Bombe platzieren, dass alles nach rechts fliegt. Ich denke sogar, dass ich hier reinwerfen werde. Dass halt die Marke, die wird vermutlich eher nach links anstatt nach rechts fallen. Aber dass man dann hier zumindest halt mal den alles gelockert hat und vielleicht, aber auch nur vielleicht, ich glaube eher nicht, fliegt die Marke dann noch mit runter. So, Achtung. Okay, alles klar. Das hat schon mal gut geklappt. Also man muss auch irgendwie gucken, wenn man die Bombe schwingt, dass man sie am besten so schwingt, dass sie halt auch gegen die Marken prallt, damit sie die auch direkt lockert. Aber ist natürlich die Frage, wie machen wir hier weiter? Hier wäre eine gute Position. Oder halt auch hier, damit man zumindest die Marke bekommt. Aber ich denke mal, ich werfe hier rein, damit halt vielleicht die drei drüber geschossen werden. Mit Glück, sage ich mal. Na, oh, die ist zu weit links gelandet. Die hätte ein bisschen weiter rechts landen müssen. Da war halt die Explosion mehr bei der Marke hier, anstatt bei denen hier. Nun, ist ein bisschen schwieriger, weil jetzt hier passt die Bombe nicht mehr ganz so gut rein. Und hier wird es natürlich auch schwieriger, weil das wären so die besten Positionen. Wenn ich jetzt hier reinwerfe, jetzt vermutlich wieder hier landen, so wie vorhin auch, anstatt hier. Deswegen gucke ich einfach mal, dass ich sie ganz nach links werfe. Na. Na gut, seht ihr, das hat nicht so viel getan, weil, ja, weil die Explosion halt eher so hinging, dass die Marken nach unten gedrückt werden, anstatt sie nach links geschossen werden. Dann machen wir dasselbe gleich nochmal. Die Lücke ist ein bisschen größer. So, alles klar. Und man sieht halt, bei drei Marken ist die Explosion nicht stark genug, um alle drei rüber zu schießen. Na gut, dann werde ich wohl nur auf eine Marke sitzen bleiben, wenn überhaupt. Dann machen wir es am besten so, dass ich die Marke wieder rüberwerfe und dass dann hier explodiert, die anstößt und die runterwirft. Wäre, glaube ich, so eine die passende Möglichkeit. Na. So, oder sie fallen beide. Okay, alles klar. Dann haben wir zumindest unsere sichere Marke für die 10 Runden. Es kann sein, dass wir einen Bonus bekommen, wenn ich auch nicht so wild. Da wurde ich auch schon gefragt, warum ich mir immer wieder Gedanken mache wegen dem Bonus. Weil, ob es halt möglich ist, dass man mal keine Runde bekommt. Und ja, das kann natürlich auch sein. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Aber jetzt haben wir eine Runde. Und wir haben heute wieder Kräne, bei denen mit nur einer Runde nicht viel zu machen ist. Habe ich schon festgestellt. Und ja, aber ich werde dann mal gucken, dass ich vielleicht eine relativ schwere Marke bekomme. Also relativ im Sinne von, weil der Kran auch so aussieht, als könnte man ihn mit einer Runde komplettieren, wenn man es richtig macht. Wenn man Glück hat auch. Aber optisch ist, wenn sich das Ganze verkeilt, natürlich wieder was anderes. Und zwar ist es ein Yoshi's Woolly World Kran. Na, wo haben wir es jetzt? Wäre so viele Sachen. Das ist natürlich praktisch, wenn man davor gucken kann, dass man nicht lange Zeit verbraucht zum Suchen. Und zwar habe ich hier schon mal gespielt gehabt. Ich glaube, das war sogar so, dass ich hier mir den Yoshi rausgezogen habe und dann ist halt noch die Orange mit runtergefallen. Dass ich halt heute mal gucke, dass ich vielleicht den Yoshi hier bekomme. Also dass ich hier so reingreife. Und ja, es kann natürlich passieren, dass er entweder an der Zunge hängen bleibt, was schlecht wäre, dass er nicht tief genug kommt. Was gut wäre, ist, wenn er ihn an der Zunge berührt, dass er ihn so runterdrückt, dass er halt runterrutscht und dann halt die anderen noch mitrutschen. Und ja, das wäre halt so das Gute. Aber erstens möchte ich halt gucken, dass ich den hier greifen kann. Und wenn es nicht klappt, dann weiß ich ja, dass ich beim nächsten Mal mit mehr Runden wirklich den Yoshi rausziehen muss und dann die anderen Marken langsamer sicher hier durchrutschen lasse. So, dann hoffen wir mal, dass das klappt. So. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Schade. Aber er hat lang genug gedrückt. Also am Kran hat es nicht gelegen. Sondern eher daran, dass man diesen Griff nicht machen sollte. Okay. Man hat auch gesehen, die Marke wurde halt extra hier gegen gedrückt, anstatt nach unten. Wenn es nach unten gedrückt worden wäre, dann hätte es, glaube ich, sehr gut geklappt. Aber wie nur mit nur einer Runde geht halt nicht viel. Wir wissen es ja. Aber gut, da ist halt heute eine kurze Folge, auch nicht zu wild. Besser als wenn ich nur unnötig laber. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall wieder schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Und was für einen Kran ihr heute gespielt habt. Je nachdem, vielleicht habt ihr auch den Yoshi-Kran gespielt und habt dann vielleicht doch eher Glück gehabt, anstatt der dann ja hängen bleibt, dass er dann doch nach unten gedrückt wird, aber ich glaube es ja nicht. Also ich denke mal eher, dass der Kran den auch eher nach rechts schiebt.
Es sei denn, man geht ein bisschen weiter nach rechts und dann hat er dann eher an der Zunge. Aber ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.